Ach, geht schon los. Na gut. Schönen guten Tag, liebe Böse-Fans. Zu einem Let's Show Minecraft. Ich möchte euch heute ein bisschen zeigen, was ich so gebastelt habe. In meinen langweiligen Stunden. Und wir sehen gerade eins der, Anführungsstrichen, Luxuszimmer meines Gasthofes. Ja. Ich weiß auch nicht, was ich großartig dazu sagen soll. Hier ist ein Bücherregal. Haha. Ein Tischchen. Ein Bild. Ein Doppelbett. Ein Blümchen. Und natürlich eine Truhe. Jedes der beiden Zimmer hat einen schönen Balkon. Wie ich finde, doch. Der Ausblick ist doch echt nice. Ich habe jetzt kein Farview an, sonst kackt mir der PC ab. So gut ist der nämlich nicht. Da sieht man schon Teil der Burg. Gucken wir das mal verlassen. Und hier sieht man auch die Sonne untergehen und die Sonne aufgehen. Das ist doch recht schön. Leider haben wir es gerade natürlich helllichten Tag. Aber ist ja auch egal. Zack, wir machen das wieder zu. Und zeigen euch mal den Rest. Das ist übrigens der erste Stock. Hier rechts hätten wir dann das 10-Gold-Zimmer so gesehen. Also das Sparmenü-Zimmer. Hier ist nochmal das gleiche Zimmer, nur spiegelverkehrt. Noch ein Doppelbett, Truhe, Blume und natürlich Bücherregal für die belesenen Kunden. Und natürlich nochmal ein Balkon mit dem gleichen Ausblick auf die Burg. Und schon wieder gespoilert, ist egal. Zack, wir gehen hier wieder raus. Nochmal zack. Und zack, gehen wir mal ins Billigzimmer. Ihr seht nur ein Bett, eine Truhe und einen Tisch. Nicht mein Stuhl, kein Bild. Aber immer ein ganz schöner Blick auf meine Farm. Zu der Farm muss ich sagen, das war mein erstes Gebäude, was ich jemals in Minecraft gebaut habe. Also mit dieser Farm habe ich mit Minecraft angefangen sogar. Und die habe ich nachgebaut. Das ist keine Eigenkreation. Ich erzähle es gleich auf dem Weg dahin. Das ist dann das Erdgeschoss. Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Mit Trennwand, da kann man essen oder ein Bier zischen, wenn man möchte, vor dem Kamin. Den ich eigentlich anzünden wollte, das habe ich jetzt vergessen. Verdammt. Und das Glas da natürlich davor. Ist egal, stell dir vor, da brennt Feuer. Hier ist noch ein Glas davor. Ich hatte da vorher einen Neferstein drin. Und das hat mir das halbe Haus abgefackelt. Eigentlich ja 3, irgendwie mal 3, mal 5, wie auch immer, irgendwelche Maße, die ich eingehalten hatte. Trotzdem ist mir die halbe Decke weggefackelt. Funktioniert auch mit Schornstein, ist ja auch egal. So, jedenfalls das Erdgeschoss. Hier ist eine kleine Musikbox. Bild und Fenstern, selbstverständlich zum gemütlichen Sitzen. Zu zweit oder alleine. Hier haben wir die Preistafel. Hier seht ihr es nochmal. 2er-Bettzimmer 20 Gold. Ein Bettzimmer 10 Gold. Vielleicht ändere ich das nochmal, weil es hört sich doch ein bisschen strange an. Bier 1 Gold, Essen 2 Gold. Damit man Bescheid weiß. Hier ist dann der Platz natürlich des Schankwirts mit Finanzbüchern, Kochbüchern, wie auch immer. Kleiner Tisch zum Zubereiten. Kann er was häckseln, kochen natürlich. Noch ein Tisch und natürlich seine Truhe für sein Gold, für seine Nahrung, für sein Bier. Damit er das auch alles irgendwie unterbringen kann. Gut, das war es eigentlich schon mit meinem Gasthof. Zeigen wir nochmal so. Natürlich auch alles gut beleuchtet. Mal raus. Da sehen wir schon wieder die Burg. Gasthof heißt Burg zum Gasthof zur Burg. Nicht sehr einfallsreich, ich weiß. Und hier steht auch mein Schild, damit man sofort weiß. Kann ich mir das leisten? Ist das zu teuer? Gehe ich da rein? Ja. Aber wir gucken uns vorher was anderes an, bevor wir zur Burg gehen. Und zwar. Sonst wäre das ein Umweg, deshalb folgen wir. Ach komm, wir sind immer so nett. Folgen wir dem Weg in Bank zum Schauen auf die Burg. Schön, nicht? Folgen wir dem Weg zum Bauernhof. Ich habe ihn, wie gesagt, nachgebaut. Zwar nicht hundertprozentig, aber doch. Man kann schon sagen, zu 90%. Hier eine kleine, wie heißt das heute deutlich? Zuckerrohrplantage. Nochmal eine Bank. Und hier unten läuft das Wasser hinein. Ich springe da erstmal nicht rein. Und dann läuft das hier einmal komplett durch.
Ist jetzt nichts Ausgefallenes, technisch mäßig, aber für meinen Zweck hat es gereicht. Hauptsache, es kommt hier Wasser an. Zack, hier dann ein bisschen Weizen. Ein bisschen, ja, soll da nicht reichen. Wie ihr seht, alles schicki, putti. Wir gehen zurück. Zeigen euch erstmal noch die Tierchen. Zack, zack, die haben wir hier oben. Hier sind Hühnchen, Hühnchen, ja klar, tolle Hühnchen, hey, guck mal Hühnchen. Nein, natürlich Kühe und Schweine drin. Komischerweise vermischen die sich manchmal. Die Schafe sind hier sehr oft hier unten mit drin, obwohl sie eigentlich da gar nicht runterkommen dürften. Nochmal nach oben zu den Schafen, natürlich über mit Hörern und Fackeln, damit man auch weiß, da ist das Tor. Und hier hausen dann die Schafe mit Baum extra angepflanzt. In einer kleinen Höhle, Untergang, die habe ich dann natürlich rausgeknüppelt, damit die sich da im Regen unterstellen können. Nur die Schafe, weil denen ihre Wolle will ich nicht durchnässt haben. Die Kühe sind mir egal, die Schweine sowieso. So, jeder müsste jetzt schon erraten haben, was ich hier nachgebaut habe. Ganz genau, die Farm von Gronkh. Durch Gronkh, muss ich sagen, bin ich auch, erst auf Minecraft gekommen. Ich kannte das natürlich schon vorher, aber ich wusste nie, oh, ist das gut. Als ich willkommen, sollte ich vielleicht noch Gronkhs Haus entscheiden. Ist das gut? Na. Kann ich damit überhaupt was anfangen? Dann habe ich mir mal so ein paar Let's Plays angeguckt, oder Let's Shows besser gesagt, von ihm. Und dann, ja, war ich einfach so geil darauf, dieses Haus nachzubauen und habe es dann natürlich auch gemacht. Und deshalb steht es jetzt auch fast zu 100% identisch. Ich habe, glaube ich, eine Blume gepflanzt, der hat er, glaube ich, nicht. Ich weiß es nicht. Aber sonst ist das eigentlich. Ich habe auch das. Ich weiß nicht, ob es das gleiche Texturpack ist, aber es ist fast das gleiche. Ich benutze Remake von Honeyball. Wir gehen mal nach oben. Ich hau einfach mal den Link zum Download in die Beschreibung. Genau wie der gute Gronkh habe ich in mein Bett, nur nicht mit Vorhängen und hier Kisten. Ich bin auch noch nicht ganz fertig mit Dekorieren. Die hängen ein bisschen tief. Ja, wunderschön das Fackeln, zumindest nicht das Holz abfackeln. Und da kann man hier raus und sich nochmal seinen Hof angucken und auf die Burg. Hier seht ihr sie schon mal von außen. Von außen wird mit diesem großen Fenster irgendwie scheiße. Aber von innen findet ihr recht geil. Jetzt sieht man ja nochmal einen Weg, kann man sich nochmal seine Schäfchen angucken. Hallo Schaf! Schade ist natürlich, dass man auf diesen Stufen, heißen sie ja, Holzstufe, nicht direkt darauf. Wie heißt denn jetzt? Oh Gott, heute habe ich auch einen Blackout. Hier, Zaun. Kann man dann leider nicht direkt draufsetzen, wie ihr wisst. Vielleicht wisst ihr, das finde ich sehr schade, aber ich wollte doch wie Gronkh. Es sieht ja auch einfach besser aus, so ein Stufendach und nicht so einen fetten Holzklotz hier drüber haben. Das sieht einfach scheiße aus. Also lassen wir einfach die den Zaun weg als Gitter. Und wir kommen zum Forschungszimmer. Zack. Ich muss noch dazu sagen, ich habe alles selbst abgebaut, alle Materialien in diesem Spiel. Ich habe mir nichts ercheatet oder per Too Many Items rangeholt. Nein, ich habe alles selbst geholt. Dieses Item hier hat dann natürlich am längsten gedauert, das kam erst vor kurzem ran, weil die im März einfach gefehlt haben. Natürlich hier auch im Forschungszimmer zum Bearbeiten seiner Intrigizien. Gott. Was ist das für ein Bug? Ist egal. Natürlich ganz viele Bücher und einen Tisch zum Knobeln und auch mal Schach spielen. Nichts Besonderes. Kann man ein bisschen Forschung betreiben. Wir gehen wieder runter. Die großen Scheiben. Natürlich gekoppelt. Obwohl ich das nicht ganz so geil finde, ehrlich gesagt. Diese Striche da durch. Aber na egal. So, das bringt dieses Texturpack halt mit sich. Muss man durch. Wir kommen auch nochmal hoch zu den Schafen, auch mit Eingang da rein. Also damit man nicht immer extra da hinten rumlaufen muss. Hier ist dann der Eingang. Und jetzt kommen wir zum kleinen Teich. Auch nichts Besonderes. Habe ich aber extra mir mal so ein bisschen angelegt, damit es nicht ganz so langweilig aussieht hier. Und hier kommen wir jetzt zum großen. Was ich euch halt vorher zeigen wollte, auf jeden Fall, bevor wir zur Burg gehen. Die Gräsermine.
ja, hier auch extra Vorsicht, Sturzgefahren geschrieben. Nicht, dass die Leute da runterstürzen und sich alle Knochen brechen. Und hier die Hütte der Minenarbeiter. Beziehungsweise von mir. Denn noch haben wir hier keine NPCs. Einen kleinen Tisch und hier Bücher zum Festhalten. Was habe ich abgebaut heute? Wie tief sind wir? Wie viele Vorräte haben wir von Gold, Eisen, Kohle etc. pp. Kleinen Schlafplatz für zwei Leutchen mit Kiste für ihre Material. Aber ich das sehr merkwürdig finde, wie diese Dinger da rumzucken. Oder sieht das nur so aus? Wenn ich mich bewege, wenn ich mich stillstehe, passiert gar nichts. Egal. Zack. Nee, ich wollte nicht schlafen. Steh auf. Schlafen halt. Eine Runde so. Ist ja auch ein anstrengendes Let's Show. So, dann schauen wir da mal rein. Dieses Teil war gar nichts. Also von hier oben bis hier unten nichts. Also das war zu. Alles, was hier offen ist, habe ich selber abgebaut. Mit Dynamit oder per Hand. Soll ich nur mal einen kleinen Einblick geben, wie viel Material ich brauchte für meine Burg. Das ist alles für die Burg draufgegangen. Alles, was ihr hier seht, diese Löcher. Riesige Krater. Ich will jetzt auch gar nicht zu tief gehen, da kommen wir nicht mehr hoch. Ach, ich mach's trotzdem einfach mal. Ich weiß, es ist jetzt vielleicht nichts Spektakuläres, wenn für euch, aber für mich persönlich ist das schon heftig gewesen. Viel Arbeit. Ich finde es immer noch ziemlich geil, diesen riesigen Krater hier zu sehen. Ich habe auch mir extra da oben die Decke weggehauen, beziehungsweise gesprengt, damit hier ein bisschen Licht reinfällt und ich nicht überall Fackeln aufstellen muss. Denn durch diese Shader-Mod wurde es hier doch sehr dunkel drin. Wo müssen wir raus? Ah, seht ihr, ich wollte hier nicht rein und ich habe es doch getan. Doch, da müssen wir. Vielleicht dazu, ich bin ja, wie gesagt, schon diese Sonic, wie auch immer, Shader-Mod, damit das einfach hübscher aussieht. Und das war's dann eigentlich schon. Optifine natürlich noch und das Texturpack hier von Honeyball. Mehr nicht. Ja, das wollte ich auf jeden Fall vorher zeigen. Ist aber nicht die einzige Schlucht. Oh, sehr schön blau. Hm. Ich habe noch zwei weitere. Zeige ich euch aber nicht. So, hier hinter der Farm, auch wie bei Gronk, die Hühnchen. Hui, jetzt nicht ganz so viele. Bei mir sterben die komischerweise auch, die verschwinden manchmal einfach. Kleine Kiste. Hier unten habe ich angefangen für dieses Haus abzubauen. Nachher wurde es mir aber zu doof, weil ich wollte hier keinen riesigen Dungeon unter meiner Hütte. Aber hier geht es auch runter zu einem Dungeon. Also ich habe hier wirklich einen gefunden. Natürlich wieder extra breit ausgebaut und hier wäre dann jetzt der Dungeon. Habe ich noch gar nicht erkundet, ehrlich gesagt. Nur ein bisschen. Ich hatte das auch nicht wirklich vor. Denn mein Eisen, Kohle und was ich nicht alles brauchte, habe ich nachher aus diesem Bergwerk bekommen. Ich nenne es mal Bergwerk. Dafür musste ich nicht extra. So, viel mehr gibt es jetzt ja auch nicht großartig zu sehen. Der Baum will nicht wachsen, dann ist es scheinbar, muss ich den einen weiter vorsetzen. Ich weiß es nicht genau, ich kenne mich mit den Baumpflanzen noch nicht so ganz aus. Eins, was ich sehr schade finde an diesem Texturpack, sind die Falltüren. Dadurch, dass sie da unten so ein bisschen abgerundet sind, sieht das nicht ganz so schön aus. Aber was soll's? Was soll's? Wir gehen jetzt zur Burg. Durch die überdachte Brücke. Ui. Ein Fluss. Wer sich die Bilder angeguckt hat, auf unserer Website oder auf unserer Facebook-Seite, weiß, dass hier nur Wasser war. Also ich musste wirklich alles komplett mit hier Erde bedecken, damit ich diese Brücke überbauen konnte. Hier meine Fake-Bäume. Na, oh, hoppla. Na, jetzt hakt es aber noch. Und hier seht ihr die ganze Pracht von Innenhof einmal. Ein Brunnen. Aus Lichtstein, ja, in der Unterwelt war ich auch schon, ich nenne sie mal Unterwelt. Und da oben ein Kreuz, was in der Nacht leuchtet. Das finde ich sehr persönlich sehr geil, weil das dadurch die Scheibe hindurch leuchtet und den Raum etwas erhält. Oder wenn die Sonne untergeht, dann scheint sie auf das Kreuz und der Schatten fällt direkt in den, ich nenne es mal Thronsaal. Ja, ein bisschen verziert alles. Bäumchen und Gewächs. Das Gewächs habe ich allerdings per Creator-Modus dahingesetzt.
genau wie die Bäume. Weil eine andere Möglichkeit habe ich jetzt nicht gefunden, hier so das so zu bauen. Der Rest allerdings, wie gesagt, alles per Hand. Nicht mit Fly-Modus, gar nichts. Ich musste da tatsächlich hoch aufs Dach und die da einzeln hinsetzen. Da bin ich auch zweimal runtergeflogen, bin auch öfter gestorben. So ist es nicht. Ja, da es leider keine Pferde gibt, haben wir hier Schweine mit Sätteln. Das sollte eigentlich so ein Pferdestall werden. Gucken, ob irgendwann Pferde kommen, per Mod oder... Wieso ist die Tür auf? Na, das geht ja gar nicht. So. Dann werden die natürlich ersetzt. Sprinten wir da mal rüber. Zack, 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 zack. Hier ist ein Gefängnis. Wir haben auch ein paar Gefangene. Der hat mir der Breedman da reingesetzt. In seinen Creative Mode. Hat er mir die da reingepflanzt. Fand ich recht lustig. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Ehrlich gesagt. Wie gesagt, ich bin nicht so bewandert in Minecraft. Sehr schade finde ich auch, dass man hier in diesen Gittern kein Eisentor ansetzen kann. Sonst hätte ich hier natürlich auch Türen drin. So bleiben sie da halt ewig drin, verschmoren. Habt ihr davon, ihr Kriminellen? Ja, genau. Direkt neben dem Gefängnis haben wir dann natürlich auch logischerweise das Gefängnis. Und zwar den Wärter davon. Derzeit wird niemand gesucht. Auch immer schön. Hier sitzt denn der gute Wärter und nimmt Anzeigen, was auch immer, entgegen. Mit seiner Truhe. Ja, gehen wir schon mal nach oben? Nein, tun wir nicht. Wir schauen erstmal darüber. Tipp, 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 tipp. Denn hier ist der Schmied, den ich noch nicht gebaut habe. Fällt mir gerade ein. Verdammt, habe ich das vergessen. Eigentlich sollte hier es auch noch ein bisschen nach unten gehen. Dann ist egal. Hole ich dann per Fotos nach oder mache nochmal ein extra kleines Video, 5 Minuten lang oder so. Auf jeden Fall wird hier dann der Schmied hinkommen mit seinen Öfen und da unten dann vielleicht so ein kleines Lavabecken. Mal schauen, wie ich das alles noch baue. Weiß ich noch nicht so genau. Auf jeden Fall hat der auch einen extra Raum. Natürlich hier extra mit Türmchen und Türmchen. Dann gibt es hier nochmal einen kleinen Raum. Der hat noch gar keinen Zweck. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Das ist einfach nur, damit die Soldaten schnell nach oben kommen, wenn wir angegriffen werden. Zack, gehen wir raus und jetzt gehen wir in den Thron. Schaut euch das mal vorne an, wenn ihr möchtet. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon richtig gezeigt habe, glaube ich, ja. Ja, mit ganz vielen Fenstern, Gewächs, finde ich recht schön. Leider gibt es keine Dreiertüren, deshalb, ne, ihr wisst. Gut, das wäre der Thronsaal. Ja, ein bisschen Teppich verlegt, war auch eine Heidenarbeit, den Scheiß einzufärben. Und generell erstmal in die Wolle zu kommen, weil ich habe keine Schafe gefunden auf meiner Karte. Und dann geht's hier zum... Nein! Da habe ich die Tür vorne raushauen müssen, weil die ging nicht mehr auf und da habe ich noch keine neue eingesetzt. Ist egal, tötet euch da eine Tür vor. Ich muss auch noch die Fotos bearbeiten, also die Bilder, die man anhängen kann. Weil ich möchte hier irgendwie so einen riesigen Vorhang haben, der dann diese Tür verdeckt, damit das nachher ein Geheimgang wird. Habe ich noch nicht gemacht, werde ich aber noch nachholen. Ja, überdacht. Thronsaal ist jetzt nichts Berauschendes. Die Sitze werde ich vielleicht auch noch irgendwann neu machen. Hauptsache ich hatte da erstmal was stehen. Da ist ein Brunnen. Kleiner Wartebereich für Gäste. Denn unser Wärterlord empfängt natürlich auch Gäste. Die können hier sitzen oder da drüben. Hier ist der Warteraum. Kann man auch direkt nach draußen gehen. Und frische Luft schnappen. Da hakt es ein bisschen. Nichts Besonderes. Vielleicht haue ich noch mal einen Tisch hin. Ich weiß es noch nicht. Soll auch nicht zu überfüllt aussehen. Mit vielen Fenstern natürlich, Gitter extra hier unten. Damit die anstürmenden Machenschaften hier nicht einfach das Glas einschlagen und hier durchspringen. Nein, da müssten sie erst das Gitter ausreißen. Guti, mit Brunnen. Ach ja, was es da hinten natürlich noch unter der Treppe gibt, ist die Küche. Da gehen wir mal hin. Da seht ihr, ist Küche. Mit Kiste, Arbeitsplatz und natürlich ganz viel Kochfeldern überdacht. Mit hier oben Kochbüchern. Da oben kommt man ein bisschen schwierig ran, aber man kann ja jemanden fragen, der ihm hilft. Ein bisschen Arbeitsplatz, ein klein. Auch nichts Berauschendes. Hier wollte ich diesen Wasserkessel einsetzen, den ich schon in manchen Let's Plays gesehen habe. Aber ich weiß nicht, wie man den erschafft. Wenn ihr das wisst, schreibt mir das mal in die Kommis. Ich hätte hier nämlich gerne mal ein. Also falls ihr weißt, ne, dieser schwarze Pott mit Wasser drin. Hätte ich gern.
sagt mir, wie das geht. So, hier seht ihr das auch nochmal, das große Fenster mit dem Kreuz, was dann bei Sonnenuntergang hier wirklich durchscheint. Wie ihr vielleicht schon langsam seht, hier sieht man es schon langsam. Ah, ich finde das schön. Ich finde es schön. So, gehen wir mal nach oben in die zweite Etage. Zack, zack, zack. Bild. Und hier sind dann auch die königlichen Gemächer. Kein Zutritt für unbefugtes Personal. Aber wir dürfen natürlich, denn wir sind Königsliebling. Mit großem Tisch, vielleicht für seine... für die Leute, die er empfängt. Genau. Zum Tafeln und Beschnacken neuer strategischer Dinge. Ja, großer Kamin. Hier hat es geklappt mit dem Netherstone. Oder wie das heißt. Hier ist nicht alles abgebrannt. Ich musste natürlich auch ein bisschen umbauen hier unten den Boden. Aber es hat geklappt. Mit riesigem schönen Bild von Hannibal. Auch mit schönem großen Fenster, damit er hier direkt nach draußen aufs Kreuz gucken kann. Das scheint dann hier nämlich auch schön durch. Mit vielen Büchern selbstverständlich, denn unser König ist ein belesener Mann. Hier mit Leuchtsturmlampe und noch mehr Bücher. Und eine kleine Truhe für Kohle, damit man das reinschmeißen kann, wenn das so bräuchte. Oh. Und hier geht's zum Bett. Nochmal ein riesiges Bücherregal, falls er nachts noch ein bisschen lesen will. Ein bisschen langweilig. Ich weiß aber noch nicht, wie ich das hier großartig verschönern kann. Ruckler. Schauen wir mal. Vielleicht fällt euch was ein. Sagt mir es. Ich versuche es dann umzusetzen. Mit meinen möglichen Kenntnissen, die ich bisher errungen habe. Auf jeden Fall kann er dort mit seiner Königin nächtigen. Oder aber auch, wenn es dunkel wird, wie jetzt gerade, sehr schön. Rausgehen auf seinen Balkon. Und in die Nacht schauen. Ja. Schön, schön, schön. Vor dem Dschungel. Oder Sumpf. Eins von beiden wird es wohl sein. Ich bin mir da nicht so sicher. Irgendwie sehen beide gleich aus, glaube ich. Nur, dass bei dem einen die Bäume höher sind. Ich schaute mich als Noob in Minecraft. Ich habe mich damit noch nicht so beschäftigt. Auf jeden Fall war das das Königliche Gemach. Ich hoffe, es gefällt euch einigermaßen. Schön hohe Decken. Selbstverständlich, wie es sich gehört. Das Dach war eh ein Ding für sich. Ich wusste erst überhaupt nicht, wie ich das umsetzen soll, weil es da höher ist und da niedriger. Und dann ist da ja dieses Kreuz, das ist dann auch nochmal höher. Ich weiß nicht, ob ich hier nochmal einen Fly-Modus schalte, um euch das mal zu zeigen. Obwohl, ihr könnt euch auch die Bilder angucken, das sieht man auch. Besucher können natürlich auch am Balkon auf der anderen Seite und sich den Nachthimmel anschauen. Ach, ist das nicht schön. Ich habe die Helligkeit ein bisschen höher gedreht, damit das YouTube, damit ihr es auf YouTube nachher auch einigermaßen alles erkennen könnt, wenn es dunkel wird. Wir können die Besucher dann, wenn sie denn da sind, hier rüber gehen natürlich, über einen kleinen Extraweg, den ich hier angelegt habe. Das sieht auch nicht so schön aus. Da muss ich noch was machen. Aber das soll uns erstmal egal sein. Hier nochmal in den Thronsaal schauen und dann hier hochgehen. Und zwar sind dann hier diese Brücken, diese Tunnel, die ich gesehen habe vielleicht. Und hier können die sich dann schön hinschillen. Hier haben sie viele Bücher, können lesen. Also richtige Besucher, die dann ja auch hier nächtigen. Der Turm ist da hinten, wo Betten stehen. Den zeige ich euch gleich. Und hier in diese schöne Panoramafenster nach draußen gucken beim Lesen. Das finde ich doch sehr schick. Von außen sieht es, wie gesagt, wirklich nicht so geil aus. Aber von innen? Komm, das sieht doch schön aus, oder? Ich finde es schön. Schön viele Bücher, Tische und Sitzmöglichkeiten mit Teppich. Ja, hier kann man rausgucken auf Gronks Farm. Hier sind wir dann im nächsten Turm drin. Natürlich auch nochmal so ein schöner Tisch. Überall sind Fluchtwege, falls angegriffen wird, können sie hier rausflüchten. Das mache ich dann gleich mal. Hier natürlich mal genau das gleiche mit Farmers, mit Sicht auf den Gasthof und nochmal auf die Farm. Doch, recht schön. Alles identisch. Na, gar nicht. Der ist ein bisschen länger, der ist nicht ganz identisch. Wie ihr hier seht, hier sind zwei Tische. Passte komischerweise trotzdem alles haargenau. Ich habe nichts abgemessen oder gleich. Ich habe einfach drauf losgebaut. Und es passt einwandfrei. Das habe ich mich sehr gefreut. Hier ist auch noch der Fluchtweg auf. Mensch, also wirklich, wer macht denn sowas? Wie gesagt, die Bilder möchte ich noch ändern. Die finde ich nicht ganz so hübsch. Hier auch, um nochmal was, vielleicht was zu schreiben oder Notizen aufzunehmen. Mit einer großen Kiste für die Besucher. Und dann geht es hier weiter in den letzten Tunnelgang.
Und hier nimmt das ein Ende. Warum hier jetzt keine Tür ist, werde ich euch gleich zeigen. Aber auf jeden Fall eine große Truhe. Wir müssen also nochmal ganz zurück. Na. Wir nehmen mal die Abkürzung, das dauert das echt zu lang. So, damit ihr wisst, wo wir jetzt sind. Wir sind jetzt nämlich... Da oben waren wir gerade und wir gehen jetzt hier auf die Barrikaden, glaube ich, nennt man das. Zeige ich euch mal. So, das ist dann nämlich für die Soldaten. Da können sie dann hier nächtigen. Natürlich haben sie hier freien Zugang zu allen mit den Barrikaden. Da ist auch wieder keine Tür. Warum? Wie gesagt, zeige ich gleich. Können dann überall hin. Dann gehen wir hier mal hoch. Natürlich können sie dann hier auch die Fluchttore benutzen. Hier extra. So eine kleine Stufe, damit sie mit Pfeil und Bogen auf die Feinde schießen können, sonst würden sie gar nicht ans Fenster kommen. Oh, ist das schön. In den Mond hinein. Na, komm, hoch, hoch mit dir. Ja, ja. Ach, geht doch. Natürlich mit Falltür. Und dann ist schön, sie oben auf dem Turm stehen. Hier seht ihr nochmal das Dach, da sieht man es vielleicht ein bisschen. Das ist alles sehr kompliziert für mich gewesen, das irgendwie einigermaßen gescheit zu bauen. Aber ich glaube, ich habe es ganz gut hingekriegt. Wie gesagt, da niedriger, dann ist es da hinten wieder ein bisschen höher und ach so, dieser Bogen da drin, da Minecraft ja nun mal keine runden Dinge unterstützt von Haus aus. Gehen wir wieder runter. Hui! Oh, zumachen, los, zack, supi. So, können sie hier schlafen, gehen wir nach dem Turm. Natürlich alles schön mit Fackeln verziert, damit sie nachts auch hell ist. Sie unser Land beschützen. Na, das wuchelt aber ordentlich, das Zeug. Ich habe da oben nur einen hingesetzt. Zack, und hier nochmal. Nochmal zwei Schlafplätze und nochmal zwei Soldaten. Die können dann hier natürlich auch direkt runter zum Schmied. Da oben nochmal die Barrikade und der Fluchtweg, der wäre dann da ja auch nochmal. Das zeige ich euch jetzt nicht. Ist ja genau das gleiche, sieht genauso aus. Zack. Dann können sie natürlich nochmal weiter. Hier ist noch nichts. Ich denke, hier würde ich auch einen Schlafplatz erbauen. Aber da oben ist was. Das ist natürlich kein Turm. Sondern das Arbeitszimmer des Hofmagiers. Ja! Zwei Tischen. Büchertischen, Zaubertischen. Ganz viele Bücher natürlich. Ein paar Kisten. Und eine Werkbank. Ich glaube, hier fehlt noch ein Ofen. Ja, den werde ich noch bauen. Und der hat einen Rundumblick über den ganzen Platz. Er kann sich also überall hinstellen und gucken, was so abgeht. Haha. Außer auf der Seite natürlich, denn da stehen ja seine Bücher. Ja, das ist so das Magierzimmer. Ich habe mir gedacht, ich baue mir hier... Ja, dafür ist der Raum vielleicht zu klein. Obwohl, wenn ich das komplett wegmache, hier so ein Magier-Tor, so ein Portal, dass man hier nur per Portal reinkommt. Weil das so ist ein bisschen doof. Welcher Magier steigt denn bitte hier Treppen? Natürlich auch nochmal der Fluchtweg. Ja, gehen wir nach unten. Hier ist dann auch wieder der Raum, womit ich noch nicht weiß, was ich damit tue. Irgendwas wird mir schon einfallen. Und jetzt zeige ich euch den Gästebereich komplett. Haben wir schon einen kleinen Einblick gehabt eben gerade. Der Warteraum, wo man dann hier hochgeht. Ach ja, ich habe hier natürlich auch immer so schön Stützen gebaut, damit die Decken nicht runterkommen. Haben wir hier den ersten Schlafbereich für die Gäste. Deswegen ist hier auch jetzt keine Tür, falls ihr euch fragt. Ne? Sinn. Es schließt sich. Das Fenster ist auch ein bisschen versetzt, damit die da nicht direkt reinspannen können. Mit Schlafplatz, Kleintruhe und Sitz. Gehen wir mal weiter nach oben. Nochmal das gleiche. Natürlich auch mit Teppich. Selbstverständlich nur das Beste für unsere Gäste. Die Truhe ist erstmal hier. Mit Schlafplatz. Fenster. Natürlich direkt am Fenster. Eben gerade lieber nicht, wie schon gesagt. Sonst spannen da die Soldaten rein. Und noch eine Etage. Und da haben wir dann nochmal genau das gleiche. Truhen diesmal ein bisschen aufgeteilt. Platz zum Schlafen und eine Sitzgelegenheit. Und die letzte Etage. Das ist dann die VIP-Etage, so gesehen. Doppelbett, viel größeres Sofa, sag ich mal. Und Bücherregal. Und aber dafür nur eine kleine Truhe. Weil sonst wird das hier doof aussehen. Ja, das war der Turm. Na, Ruckler, ich glaube, das ruckelt immer dann, wenn Fraps eine neue Datei nimmt.
Das ist der Besucherturm. Stärker kann man sich wohlfühlen. Der Thronsaal von innen recht hoch, wie man sieht. Da sieht man auch dieses komische Dach. da müsste ich das noch zumachen. Dann sieht man da die Dachziegel. Das ist auch nicht so schön. Gut, mehr habe ich auch nicht. Ah, doch, natürlich habe ich noch was. Den Fluchttunnel. Den kann man nicht benutzen. Ich musste da zwar mit viel Arbeit das ganze Wasser zur Seite drängen, weil hier war alles wirklich unter Wasser. Aber es ging, so viel Arbeit. Oh, ging. Da kommt man hier raus. Oh, verdammt, das ist zugewachsen. Ja, auf jeden Fall soll ja auch zuwachsen. Müsste man sich ein bisschen freischlagen und dann kommt man nach draußen und kann flüchten. Hab hier schön viele Bäume hingepflanzt, damit der Fluchttunnel nicht direkt auffällt. Man sieht ihn auch nicht, oder? Doch, der ist ganz gut versteckt. Wenn man nicht weiß, dass er hier ist, sieht man ihn auch nicht. Hier kann ja der König und die Königin flüchten, wie schon gesagt. Da ist der Kamin. Sieht von außen ein bisschen schäbig aus. Ja, da kann ich ja doch noch. Die anderen beiden Baustellen zeigen. Also nicht Baustellen, sondern Materiallager, sag ich mal. Hier. Habe ich zuerst durchgegraben. Dann wurde mir das nachher aber zu doof hier. Aber ich glaube, da unten war ein Dungeon. Damit habe ich angefangen, Erde und so zu schürfen. Dann war ich nachher hier zugange, wie ihr seht. Ah, verdammt, nein, das wollte jetzt nicht passieren. Aber ist egal, wie auf einem Bällchen wie gleich. Hier ist dann die zweite Mine, so gesehen. Hier habe ich dann nachher eigentlich den Großteil rausgeholt. Zum guter Schluss, weil die andere wurde mir nachher doch zu groß. Auch mit Dungeon, glaube ich. War hier ein Dungeon? Hier war ein Dungeon. Ja, den habe ich natürlich auch noch nicht erforscht. Ich höre Schweine. Und hier natürlich auch schön weggesprengt. Und natürlich weggehackt. Kohle, die man ja nicht wegsprengen kann. Sonst geht sie flöten. Ist mit Eisen, das weiß ich jetzt gar nicht. Ist ja auch egal. Ihr wisst es natürlich besser als ich. Juti, ich glaube, das war's so, weil wir kommen jetzt auch gar nicht raus. Da sieht man noch den Boden vom Turm. Natürlich wird er getragen. Selbstverständlich. Na gut, dann möchte ich mich verabschieden. Mehr habe ich erstmal zurzeit nicht. Wenn ich wieder ein bisschen was gebaut habe, und ich werde noch ein bisschen was bauen, ich will natürlich auch so ein schönes kleines Dörfchen möchte ich noch irgendwo hinsetzen. Noch ein richtiges. Boah, na, ich will auch nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall. Als nächstes wird erstmal ein Dorf kommen. Bei NPCs werde ich dahin pflanzen. Zumindest der Bretman wird das machen für mich. Auch wenn ich selber könnte. Aber ich möchte ja auch nicht in den Creative-Modus rein. Nachher tut mir das, finde ich, so viel Gefallen daran, dass ich da nicht mehr wegkomme und doch alles so baue, obwohl ich mir das fest vorgenommen habe, das nicht zu tun. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, wann auch immer ihr das Video guckt. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss, euer Drakeyman.